Hi, hier ist Marc und heute wieder ein weiteres Bike-Check-Video. Ihr wisst, ich bin beruflich Mountainbike-Fahrtechnik-Trainer, das heißt, ich habe mehrere Räder, weil ich brauche halt auch immer für jeden Einsatz ein Ersatzrad, wenn das irgendwas ist. Und ja, seit 2 Jahren, ihr werdet es kennen, fahre ich das Polygon Colossus. Das ist ein 2016er Modell, also eigentlich ein Bikepark- und Freeride-Fahrrad. Ich wohne jetzt hier seit 2 Jahren in der Nähe von Winterberg und Willing, also einen Ort davor. Und deswegen 180 mm Stahlfederdämpfer, 180 mm auch an der RockShox-Gabel. Und ja, da werdet ihr natürlich sehen, viel Federweg für grobe Einschläge, für Drops, für alles. Und ich bin auch der Meinung, wenn schon, denn schon. Ich bin auch seit 2003, fahre ich ein 180 mm Fahrrad, auch mit Stahlfeder, mit Fox Vanilla. Und gerade heutzutage, wo das Gewicht nicht mehr so wichtig ist, sage ich dann lieber mehr Federweg als weniger. Warum soll ich 140 fahren, wenn ich 180 fahren kann? Und vielleicht jetzt mal ein paar Details, vielleicht, weil ihr seht, das ist schon länger im Einsatz, das Fahrrad. Deswegen hat es auch Gebrauchsspuren und Dinge wurden geändert. Das Laufrad vorne ist neu und einfach weil das andere kaputt war und der Händler meinte, da kann man nichts mehr machen. Ich fahre Addix Magic Mary Reifen in der soften Version, bin aber auch totaler Fan davon, brauche den Grip und das ist mir einfach das Wichtigste. Natürlich immer relativ wenig Luftdruck, je nachdem was ich halt fahre, jetzt im Herbst und im Winter weniger. Da war vorher ein anderer Reifen drauf und da hat der Marschguard hier nicht reingepasst. Und weil ich trotzdem nicht auf den Spritzschutz fürs Gesicht und so verzichten wollte, habe ich halt hier diesen klassischen Schutz von Raceface drauf gemacht. Der passt halt gut, damit man nicht so viel abbekommt. Ja, wie ich das Rad für mich einstelle. Ich fahre natürlich die Roloff Speed-Up-Schaltung, 14 Gänge, weil ich kann mich ja nicht auf den Lift verlassen in Winterberg oder Willing die Gondel. Ich muss dafür mit dem Rad auch überall fahren können, also auch da, wo es länger hochgeht oder steil, da mache ich mir einen leichten Gang rein. Also die fahre ich seit 2003, die Nabenschaltung aus Kassel, Roloff Speed-Up, könnt ihr hier noch mal sehen. Auf weniger Verschleiß, als Vielfahrer will man halt nicht so viel Verschleiß, die Kette ist immer auf einer Linie. Ja, musste man halt natürlich einmal abmessen, damit man es umbauen kann, da war vorher eine Kettenschaltung drin. Das war es mir aber auf jeden Fall wert, das zu ändern. Und 26 Zoll ist natürlich, außer bei der Red Bull Rampage, nicht mehr so verbreitet. Aber es ist ein 2016er Modell, immer noch relativ aktuell und es ist verspielt. Ja, und man kann auf jeden Fall darauf vertrauen, dass die Laufräder stabil sind. Polygon ist eine Marke aus Indonesien. Kurt Sorgi, der mehrfache oder dreifache Rampage-Sieger, fährt es auch und es fährt kleiner aus. Wenn du ein M fährst, also M-Rahmen dir holst, das fühlt sich dann an, als hättest du einen S-Rahmen, weil in Indonesien wahrscheinlich die Leute kleiner sind. Ich weiß nicht genau, deswegen sehr kompaktes Rad. Also wenn ihr damit den Gedanken spielt, euch ein Polygon zu holen, Probe fahren oder eine Nummer größer ordern. Ich habe mir hier den 1 Spacer noch drunter gemacht, weil wenn ich im Sitzen fahre mit Sattel oben, dann sitze ich lieber aufrecht und ich finde den Grip trotzdem noch sehr gut vorne. Mein Tuning-Potenzial, hier kommt noch eine Vario-Stütze rein. Das nervt mich halt im Kursbetrieb, dass ich da irgendwie den Sattel manuell hoch und runter machen muss. Genau, ist man ja heute gewohnt. Kettenführung einfach für den Bikepark. Gute Flat Pedals von Reverse. Einfach für guten Grip an den Füßen. Ja, hier ist noch ein kleiner Spritzschutz dran. Ich bin der Meinung, im Idealfall habe ich den Dämpfer irgendwo hier oder da. Und nicht so in dieser Schneise, wo er viel abkriegt. Aber durch den Schutz hier geht es auf jeden Fall. Man kommt natürlich trotzdem schlecht an die Dinge dran. Aber das ist halt ein Kompromiss. Dafür wippt der Hinterbau halt nicht. Und ja, hat immer alles seine Vor- und Nachteile. Also man könnte sagen, ist es ein super Enduro oder ist es ein Freerider? Natürlich ist es nicht unbedingt leicht. Ich habe auch an allen Teilen mehr auf Stabilität als auf Leichtbau geachtet und fahre dann, wenn ich einen Berg hochfahre, einfach langsamer. So ist es halt, ne? Und durch dieses verspielte Handling macht das Gewicht auch wett und ich meine, ich fahre sonst auch immer mal, je nachdem, was für Kurse ich habe, E-Mountainbike-Kurse, auch ein schweres Elektro-Mountainbike, wenn man so sagen will, mit Bosch-Motor, dann ist dir das hier ein richtig leichtes Fahrrad gegen. Und ich verlinke euch unter das Video ein paar Clips, wo ich das Bike fahre in Videos. Ihr kennt es auch von Hohe Drops-Wagen und so. Und ja, wenn ihr noch mehr Bike-Checks sehen wollt, dann kommentiert mal.
Welches Rad fahrt ihr denn so im Bikepark? Habt ihr da für jeden Einsatzbereich ein eigenes Bike oder wie ist das bei euch? Versucht ihr auch mehrere Einsatzbereiche mit einem Bike abzudecken? Würde mich mal interessieren. Ja, und danke, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Wir sehen uns im nächsten Video. Es gibt noch einiges zu zeigen. Bis dann, euer Marc. Mhm.